Diesbezüglich sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der sehr berühmt ist: Qala man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wal naru haqq adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal. Wer bezeugt, dass es keinen Ilah außer Allah gibt, der keinen Partner hat und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist und dass Isa der Diener Allahs und sein Gesandter ist und sein Wort, welches er zu Maryam sandte, und eine Seele von ihm, und dass das Paradies Wahrheit ist und das Feuer Wahrheit ist, den wird Allah ins Paradies eingehen lassen, ungeachtet seiner Taten, also ungeachtet der Menge seiner Taten. Dann sagte einer der Überlieferer weiter, Al-Walid, er sagt, حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. Ibn Jabir erzählte mir von Umair von Junada, der, und fügte hinzu, also, dass Allah ihn in das Paradies eingehen lassen wird von den 8 Toren des Paradieses, durch welches er möchte. Was bedeutet eigentlich der Ausdruck, dass Isa das Wort Allahs ist? Dieser Ausdruck kommt auch im Koran vor, also das ist nicht nur in Anlehnung auf die Sunna, sondern diese Ausdrucksweise findet man auch im Koran. مثلا in der Surah Nisa, der Aussage Allah Ta'alas, إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. المسيح عيسى, der Sohn Maryams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Maryam entbot, und eine Seele von ihm oder ein Geist von ihm, eine Seele von ihm. Isa ist sein Wort, das bedeutet nichts anderes, yani hier, als dass er durch sein Wort sei erschaffen wurde. Und nicht, dass Jesus, Isa a.s. selbst das Wort Allahs sei. Isa ist keine Eigenschaft Allahs. Jesus ist keine Eigenschaft Gottes, keine Eigenschaft Allahs. Dementsprechend ist er nicht das Wort Gottes, das Wort Allahs per se, sondern hier ist gemeint, dass er mit dem Wort Allahs entstand, durch das Wort Allahs entstand. Ja, zwar wird alles mit dem Wort Allahs erschaffen, aber da Isa a.s. ohne Vater erschaffen wurde, wurde der Erschaffungsakt hier direkt dem Wort Allahs zugeschrieben. Ähnlich verhält es sich auch mit Adam, weshalb Allah Ta'ala auch im Koran sagt, dieser Vers gilt eigentlich auch den Ahlul Kitab oder den Nasara, nämlich in der Surat Al-Imran die Aussage Allahs: Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Inwiefern? Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagt er zu ihm sei und da war er. Und die Aussage Allah Ta'alas minhu in diesem Vers, wa ruhum minhu, eine Seele von ihm, ein Geist von ihm, das bedeutet nicht, yani, dass er ein Teil Allahs ist, sondern dass er von ihm stammt, im Sinne, dass er ein Geschöpf Allahs ist, das von ihm kommt. Weil das sehen wir auch in der Surah Al-Jathiyah, dass das in Bezug auf die Himmel und die Erde und sämtliche Geschöpfe ausgesagt wird. Nämlich in der Ayah, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Und er hat euch unterworfen, dienstbar gemacht. Unterworfen, dienstbar gemacht, was in den Himmel und auf der Erde ist allesamt von ihm. Von ihm. Das heißt nicht, dass sie ein Teil von ihm sind, sondern dass sie von ihm geschaffen worden sind. Dass ihr Ursprung in dem Schöpfungsakt liegt, der von Allah Ta'ala ausging. Und genau dasselbe auch in Bezug auf die Aussage وَرُوحٌ مِنْهُ und eine Seele von ihm, ein Geist von ihm, yani, dass Isa eines der Seelen ist, die Allah erschaffen hat, die von ihm kommen. Dieser Vers in der Surat Al-Imran, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ. Das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei und da war er. Dieser Vers ist auch eine Art Widerlegung des christlichen Glaubens an die Göttlichkeit Isas und der Zurückweisung ihrer Angriffe auf den Islam. Dieser Vers benutzt eine Technik, die nennt man auch Reductio ad absurdum, das heißt Reduktion aufs Absurde. Was ist das? Diese Methode
wird auch häufig in der Logik angewandt und sie basiert darauf, dass eine Aussage als falsch betrachtet werden muss. Eine Aussage muss als falsch betrachtet werden, wenn ihre Annahme zu einem Widerspruch oder einer absurden Konsequenz führt. Und dabei wird vorübergehend hypothetisch die Prämisse des Gegners angenommen, um aufzuzeigen, dass sie zu einer absurden oder widersprüchlichen Schlussfolgerung führt. Nehmen wir beispielsweise die Aussage, nehmen wir an, es gibt jemanden, der sagt, dass alle Menschen unsterblich sind. Ja? Jemand sagt, alle Menschen sind unsterblich. Man kann unter anderem diese Aussage ins Absurde führen, indem man sie vorübergehend oder hypothetisch annimmt und dann schaut, zu welchen Konsequenzen sie führt, was die Schlussfolgerungen daraus sind. Oder eben, dass die Schlussfolgerungen, die sich aus dieser Aussage ergeben, dass sie absurd sind, dass sie realitätsfern sind, dass sie unwahr sind. Man würde dann sagen, okay, man nimmt an, alle Menschen sind unsterblich. Hypothetisch nehmen wir diese Prämisse an. Und das bedeutet ja, wenn das wahr ist, dass niemand stirbt. Die Realität und unsere Beobachtungen zeigen aber, dass die Menschen sterben. Und somit widerspricht die Annahme, alle Menschen sind unsterblich, der beobachteten Realität. Und dieser Widerspruch zeigt, dass einfach die ursprüngliche Aussage falsch sein muss. Und ein ähnlicher Ansatz liegt auch hier in diesem Vers. Wenn Jesus oder Isa aufgrund seiner Zeugung oder Entstehung durch ein Wort Allahs und seiner Vaterlosigkeit als göttlich und Sohn Gottes betrachtet werden muss, wenn man das annimmt, dann müsste aber auch Adam, der nicht nur ohne Vater, sondern auch gleich ohne Mutter entstanden ist, erst recht als göttlich oder Sohn Gottes, besonderer Sohn Gottes gelten. Aber Adam wird nicht als solcher betrachtet. Daher gibt es keinen stichhaltigen Grund, dies für Isa anzunehmen. Wenn Adam, a.s., obwohl er ohne Eltern erschaffen wurde, nicht als göttlich gilt, dann ist die Annahme der Göttlichkeit Isas eher fragwürdig.